Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Wir wollen die Flucht ergreifen. Wir haben die Luke da geschlossen. Wir haben hier alles geklaut. Wir wurden quasi erwischt. Ich wusste nicht, ob man den Alarm ausschalten kann oder nicht. Hätte ich gerne gekonnt. So. Ich schaffe es, unentdeckt zu bleiben. So, Schadgas wieder, natürlich. Darf ja nicht fehlen. Verdammt. Der ist schon wieder, den kann ich jetzt aber nicht. Kann ich den irgendwie weglocken? Irgendwie. Der ist ja jetzt richtig aufmerksam. Ich speichere auch noch einmal hier, oder da ist automatisch speichern, aber ich speichere trotzdem lieber noch mal hier. Für den Fall, dass wir jetzt von ihm entdeckt werden. Was zur Hölle war das? Da vorne muss ich hin. Okay, ist mit dem Rücken zu mir. So. Ebene wählen, Eingang. Ich hoffe, das ist problemlos jetzt für uns gewesen. Heftiger Ruckler. Infinity LTD. Ah, okay. Hallo. Okay, New Atlantis West End entdeckt. Was? West End? Haben die ein Update gemacht? Schätzte Distrikt West End? Dragonfire, New Atlantis. Okay, Update. So, Prellung hat sie wieder verbessert. Das Kabinett stellt angeblich eine Elite-Antiterror-Aufeinheit zusammen. So. Okay, kann ich ihr eigentlich noch mehr berichten? Hier, Nadia. Wenn du erzählst und bekommst Geld, ich mache die News. Win-win. Bis zum nächsten Mal. Okay, ich kann ihr nichts Neues erzählen. Die Menschen in den United Colonies müssen ihrer wichtigsten Nachrichtenquelle vertrauen können. Kann ich helfen? Ja, ich glaube, ich habe eine Nachrichtenmeldung für dich, die dich sehr interessieren dürfte. Nun, das werde ich beurteilen. Worum geht es in dieser Story denn? Infinity LTDs zunehmende Opferzahl aufgrund unzulässiger Menschenversuche dürfte alles sagen. Finde es selbst heraus, die Details sind alle auf dieser Slate. Na schön, ich sehe es mir an. Möchtest du mir verraten, wie du an diese Beweise gekommen bist? Das kann ich dir nicht sagen, aber alles, was du brauchst, ist auf dieser Slate. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Antwort darauf schon kennst. Ich kann meine Quellen nicht preisgeben, du als Reporter verstehst das sicher. Ist die Wahrheit nicht weniger als, wie ich auf sie gespielt habe? Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Antwort darauf kennst. Aber einen Versuch war es ja wert. Nun, dürfte ich wenigstens einen Namen angeben? Du dürftest doch wissen, wie sowas läuft. Anonym, Ja, das war zu erwarten. Solange die Beweise hinreichend und verifizierbar sind, sollte der Bericht innerhalb einer Stunde rausgehen.
Jetzt entschuldige mich. Schließlich habe ich etwas zu tun. Ja. Erstatte Masako im Ryujin Tower Bericht. Hätte ich das auch besser abschließen können? Ey, das Auto behalte ich auf jeden Fall. Das ist nämlich mega geil. Hier, finde ich den. So, auf zum Raumhafen. So, und los. Aber nach Ryujin, möchte ich mal kurz auch wieder, endlich mal wieder, weil ich das so ewig gesagt habe und bisher noch nicht eingehalten hatte, endlich mal wieder uns um unsere Basis kümmern. Wenn du Thermoparasiten siehst, bist du so. Gehen wir rein. Cockpit. Falls du irgendwo eine kurze Geschichte der Zeit findest, egal welche Ausgabe, bin ich dir ewig dankbar. Bestimmt werde ich das finden. Ich glaube, ich denke dran, das auch hier zu geben, ja? Landestützen eingeholt. Bitte nicht mehr in den Ordnung kommen. Was? Hättest du mich nervig? Nein, nie. Schlechte Wortwahl. Sei einfach nett zur Crew. Irgendwie süß. Fantastische Aussicht. Na klar. Diese Buchsammlungsform, von dem ich hörte? Sagst du nicht immer, hör nicht auf Gerüchte? So, okay, wir wollen los. Wie wann wir Level 39 jetzt erreicht kriegen. Wie Solomon sich wohl gefühlt hat. Wir sind da. Fremdes Schiff. Du befindest dich im Freestyle Collective Raum. Kurs beibehalten, während wir nach Schmuggelware scannen. Ja, scannt ruhig. Ich will nur landen. Viel Spaß im Meer. Ja. Karte. So, Fauna und Flora mäßig. Wo gibt's hier eigentlich irgendwas? Das ist ja komplett alles eigentlich Ozean. Wo finde ich hier irgendwelche Lebewesen? Abgesehen von den Menschen. Muss ich wirklich schwimmen gehen? Kann man hier tauchen? Ich würde Neon wirklich gerne mal die Flora und Fauna da erkunden. Aber das ist ja ein kompletter Ozeanplanet. Wir gehen hoch. Irgendwie, ich mag mittlerweile Ryujin, die Firma. Muss ich vielleicht auch vorher einmal mit Dalton reden? Mach hier keinen Ärger. Dalton? Der guckt mich nur an, aber redet nicht mit mir. Okay. Dann ist das halt so. Dann redet er nicht mit mir. Guten Tag, Masako. Der SNN hat noch nichts gemeldet. Kommen wir also erst zu deinem Bericht. Nur die Ruhe, ich bin doch gerade erst gekommen. Lief alles wie am Schnürchen. Dave Barron sollte die Story jeden Augenblick senden.
Gut, einer Story wie dieser kann David nicht widerstehen. Er wird ein paar vorläufige Bestätigungen einholen, bevor er den Bericht an die Öffentlichkeit bringt. Und wie lief es mit dem Neuro-M? Er war extrem hilfreich. Ich habe ihn nicht gebraucht. Ich wollte ihn nicht dazu benutzen, andere Leute zu irgendwelchen Dingen zu... Er war ziemlich... Das dachte ich mir. Jetzt müssen wir also warten, bis der SNN die Story ausstrahlt. Sobald die Story raus ist, wird der Vorstand besprechen, wie wir mit Infinity verfahren. Nur zu, Maeve. Der SNN-Bericht wird ausgestrahlt. Soll ich ihn übertragen? Ja, danke sehr. Gegen Infinity Ltd. und Lucas Drexler wurde gerade aufgrund mehrerer Vergehen ermittelt. Darunter Auftragsmorde, unerlaubte Versuche an Menschen und Wirtschaftsdiebstahl. Vertreter sowohl der UC als auch des Freestar Collective wurden bereits zu einer Station von Consolidated Mining sowie zur Klinik entsandt. An beiden Orten soll es zahlreiche Opfer gegeben haben. Hintergrund von Drexlers Tat war scheinbar die geplante Veröffentlichung eines von einem Rivalen gestohlenen Produkts. Details zum Produkt und dem betroffenen Rivalen sind noch unbekannt. Es berichtete David Barron, SNN. Perfekt. Mit diesen Enthüllungen haben wir Infinity in der Mangel. Das Meeting beginnt gleich, aber ich möchte dich bitten, unsere Option mit den anderen Mitgliedern zu besprechen. Der Unternehmenswert von Infinity wird jetzt abstürzen. Und wir können die Öffentlichkeit etwas mehr für uns gewinnen. Ryujin übernimmt Infinity Ltd. und niemand wird gefeuert. Falls du vorhast, Infinity Ltd. zu retten, die haben es nicht verdient. Wieso würde Ryujin in der Öffentlichkeit von Infinitys Schaden profitieren? Das ist eine gute Frage. Infinity wird vor den Augen der Öffentlichkeit zerbröckeln. Das Unternehmen hat tausende Angestellte, die sich jetzt um ihre Jobs sorgen. Und das ist unser Stichwort. Erst kritisieren wir scharf die Führerschaft, dann drücken wir den unschuldigen Angestellten unser Mitgefühl aus. Dann bieten wir ihnen die Übernahme an. Okay, und Ryujin übernimmt Infinity. Ganz genau. Natürlich werden wir unter den Angestellten die Spreu vom Weizen trennen und mit der Zeit unnötigen Ballast abwerfen. Indem wir Infinity übernehmen, schalten wir einen Rivalen aus, erhalten ihre besten Angestellten und Verträge und stärken gleichzeitig unser Ansehen. Klingt für mich nach einer Win-Win-Situation und ich dachte schon, dass Ryujin zur Abwechslung mal gut und richtig handeln will. Glaubst du wirklich, dass Infinity Ltd. irgendwelche wertvollen Angestellten hat? Unsere vorläufigen Einschätzungen waren äußerst vielversprechend. Die Basis in New Atlantis spricht für Infinity. Sicher arbeiten viele brillante Köpfe schon allein dort, weil sie den Standort vorziehen. Außerdem gibt es immer ein paar Leute, die glauben, ein Zeichen damit setzen zu können, dass sie nicht für Ryujin arbeiten. Als ob andere Unternehmen besser wären. Und ich dachte schon, dass Ryujin zur Abwechslung mal gut und richtig handeln will. Es ist die richtige Wahl. Für Ryujin. Deshalb möchte ich, dass du den Rest des Vorstands überzeugst, dass das der richtige Weg ist. Einige sehen das vielleicht anders, aber du hast das perfekte Werkzeug, um sie umzustimmen. Selbst wenn sie nicht einverstanden, werde ich sie zwingen zuzuhören. Ich rede mit ihnen, aber ich kann nichts versprechen. Ich werde den internen Neuroamp nicht gegen meinen Kollegen einsetzen. Doch. Du willst, dass ich den internen Neuroamp gegen die Vorstandsmitglieder einsetze? Genau dafür ist die Technologie gedacht. Und das Beste ist, dass sie es nicht mal merken. Ich rede mit ihnen, aber ich kann nichts versprechen. Das ist nicht gut genug. Wozu hast du den Neuroamp? Die Vorstandsmitglieder bereiten sich wohl in ihren Büros vor. Vina ist auch hier und wartet, dass das Meeting startet. Wir brauchen mindestens die Hälfte der Stimmen auf unserer Seite. Bei Gleichstand fälle ich die Entscheidung. Du schaffst das schon. So, okay. Also alle erstmal hier von überzeugen. Fangen wir mal an. Ich habe dich im Blick. Wieso hat die mich im Blick? Ich bin einer von euch, ja? Beeinflusse Vorstandsmitglieder 1 von 7? So, Ularu. Hat Masako dich geschickt, um mich von der Infinity-Übernahme zu überzeugen? Ja. Wir wissen beide, dass daraus nichts wird. Die Übernahme von Infinity Ltd. würde Jobs retten, das käme bei der Öffentlichkeit gut an.
Infinity LTD verdient es nicht, zur Riordan-Familie zu gehören. Der Laden sollte stillgelegt werden. Ich werde das Gefühl nicht los, dass du einfach nur Probleme bereiten willst. Mit so einer Einstellung garantiert nicht. Ja, die Übernahme von... Unser Ruf in der Öffentlichkeit ist gut genug. Der Versuch, Infinity zu retten, würde uns nur schwach wirken lassen. Mit dem internen Neuroamp sollten wir unsere Konkurrenz vernichten, statt sie einzugliedern. Genau deshalb hat Masakos Stunde als CEO geschlagen. Ich bin dir schon einen Schritt voraus. Masako ist ein besserer CEO, als du es jemals sein willst. Sie setzen den internen Neuroamp nicht bei anderen ein, das ist viel zu gefährlich. Ihr seid alle viel zu versessen darauf, den Neuroamp gegeneinander einzusetzen. So, ich versuche das hier mal. Der Neuroamp ist ein Durchbruch. Mit ihm haben wir immer die Oberhand, also gewöhn dich daran. Der Großteil des Vorstandes wäre einverstanden. Warum sollten wir Infinity verschonen? Seid ihr vernünftig, Ularo. Du weißt, dass die Übernahme von Infinity die richtige Wahl ist? Infinity zu übernehmen wäre eine riesige Belastung, also stimme ich dir zu. Infinity LTD geht mir am allerwertesten vorbei. Die sind nicht mein Problem. Es ist brutal, Infinity untergehen zu lassen, wenn eine Übernahme klare Vorteile hätte. Warum bist du so strikt gegen eine Übernahme von Infinity? Ich mach das mal mit dem Manipulieren hier. Es würde Ryujins Ruf nicht schaden und uns eine größere Kundenbasis verschaffen. Und mehr Kunden bedeutet mehr Profit. Erstaunlicherweise hast du recht, Agent. Wir sollten dich wohl behalten. Solange alle das Wohl von Ryujin im Sinn behalten, sollte das ein interessantes Meeting werden. Apropos, ich habe vor, den internen Neuroamp im Meeting als Problem anzusprechen. Mit den internen Neuroamp spielt es kaum eine Rolle. Er ist schon allein ein Erfolgsgarant. Ein interessantes Meeting? Das bezweifle ich. Absolut, ich bin schon gespannt auf das Ergebnis. Das tun wir beide. Jetzt entschuldige mich, ich habe noch einiges vorzubereiten. So, zwei sind beeinflusst. Perfekt. So, der Rest ist unten. Ja, ich mag mein Spielzeug. So, wen haben wir hier? Hätte der Tag doch ein paar Stunden mehr. Alexis Price. Na, sieh mal an. Mein Lieblingsagent. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich bin geschmeichelt, dass ich der Lieblingsagent bin. Ich habe gehört, dass du nicht begeistert von der Aussicht bist, Infinity LTD zu kaufen. Ich bin nur hier, damit du im Meeting die richtigen Entscheidungen triffst. Masako würde es sehr zu schätzen wissen, wenn du ihre Übernahmepläne von LTD unterstützt. Ich will nur sicher gehen, dass sie in meinem besten Interesse handelt. Da gibt es nicht viel zu bereden. Ich habe Masako bereits klar gemacht, warum ich dagegen bin. Überzeugung von juristischen Problemen mal abgesehen, überwiegen definitiv die Vorteile einer Übernahme. Du hast recht, es wäre eine zu große Bürde für alle Abteilungen. Was genau sind deine Argumente gegen eine Übernahme von Infinity? Infinity LTD hat mit Sicherheit weit mehr Dreck am Stecken, als wir wissen. Es wäre eine Herausforderung, all diese Spuren zu finden und zu verfolgen. Ich will nicht von der Vergangenheit einer anderen Firma überrumpelt werden. Das wird also viel Zeit und Geduld fordern. Von juristischen Problemen mal abgesehen, überwiegen definitiv die Vorteile der Übernahme. Erkläre mir, warum Infinity eine gute Investition ist. Etwas Lachen könnte mir gut tun. Mit unseren Profiten könnten wir jeden Rechtsstreit finanzieren. Du tust so, als müsstest du zum ersten Mal darüber nachdenken, eine Firma zu übernehmen. Handel, der Nutzen überwiegt die juristischen Probleme bei weitem. Außerdem zählen die Credits. Ich mach mal dies automatisch überzeugen. Was den Profit angeht, sind meine Argumente tatsächlich unzureichend. Na, sieh mal einer an. Ich glaube, du hast mich überzeugt. Ein Talent wie du gehört in den Gerichtssaal. Mit dem internen Neuroamp ließe sich jede Situation kinderleicht lösen. Wenn du einen juristischen Albtraum willst, wäre der interne Neuroamp ein Volltreffer. Mich würde deine Meinung zum internen Neuroamp interessieren. Ja, das... Endlich fragt jemand nach meiner Meinung.
Alle sind viel zu begeistert, dass er funktioniert, um die Gefahren zu bedenken. Erstens, wenn du das Gerät an mir benutzt hast, zerre ich dich für den Rest deines Lebens von einem Gerichtsverfahren zum nächsten. Zweitens ist die Technik eine Menschenrechtsverletzung, die keine Rechtsabteilung verfechten will. Ich werde tun, was ich kann, damit sie ernsthaft verzögert wird oder nie ans Licht der Welt kommt. Sie manipuliere ich mal nicht. Ich habe Angst vor ihr. Mit richtiger Anleitung im gesetzmäßigen Rahmen hat der Neuroamp endlose Anwendungsmittel. Sehe ich auch so. Der interne Neuroamp hätte nie das Tageslicht erblickt. Fällt dir beim internen Neuroamp irgendein positiver Aspekt ein? Diese Technologie ist nur mit kompletter Kontrolle über alle Anwender für gute Zwecke nutzbar. Sobald sie auf den Markt kommt, offen oder privat, ist diese Kontrolle dahin. Und darüber hinaus könnte jeder, der die Technik in die Hände bekommt, sie ungehindert weiterentwickeln oder verändern. Warum lehnst du den internen Neuroamp ab, im Gegensatz zu den regulären Neuroamps? Weil die externen Neuroamps nur den Nutzern persönlich helfen sollen. Sie fördern Kognition, Kommunikation, Zuversicht, Dinge, die das eigene Selbstbild stark beeinflussen können. Ja, so etwas kann missbraucht werden, aber deshalb ist der Einsatz gesetzlich geregelt. Ich bin da tatsächlich ihrer Meinung. Also sie hat eher mich überzeugt. Auf jeden Fall, ich war eh von Anfang an, glaube ich, gegen das Ding. Nur dass mit der Ausnahme, dass ich das Ding gerne nur für mich haben will und niemand anders dann, ja? Ich bin erfreut und überrascht, das von der einzigen Person zu hören, die einen hat. Masako kann von Glück reden, dass sie dich hat, weißt du? Vom internen Neuroamp abgesehen bist du womöglich Ryujins größte Trumpfkarte. Das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch, aber ich muss mich jetzt wirklich meinen Notizen zuwenden. So, okay, sie haben wir überzeugt, Infinity aufzukaufen. Aber den Neuroamp da auf den Markt zu bringen, bin ich kein Fan von. Das dürfte ein äußerst interessantes Meeting werden. Ich nehme an, du weißt, welches Resultat Masako anstrebt. Ich soll den Vorschlag mit den internen Neuroamp dazu bringen, den Kauf von Infinity LTD abzusegnen. Ja, aber ich weigere mich, mit dem internen Neuroamp Stimmen für die Übernahme zu sagen. Masako möchte, dass entsprechend ihrer Wünsche abgestimmt wird. Natürlich, sie vertraut darauf, dass sie die Sache ins Rollen bringt. So, ich sage... Das verdammte Ding. Wenn es nach mir ginge, hätten wir das Dominion-Projekt schon längst eingestellt. Ich hielt es für ein Sicherheitsrisiko. Und ich hatte recht. Ist es auch, wir haben selbst gesehen, wie gefährlich die Technologie ist. Sie sollte nie verkauft werden. Du warst von Anfang an gegen das Dominion-Projekt? Absolut. Ich verstehe, wie viel Erfolg es Ryujin bringen kann, aber ich sorge mich vor allem um die Sicherheit. Die Mehrheit der Vorstandsmitglieder weiß um die Risiken, glaubt aber, dass wir sie überwinden können. Diese Überheblichkeit könnte dieses Unternehmen eines Tages zu Fall bringen. Hoffentlich ohne mich. Sag bloß, dass du Masako tatsächlich mal in einer Sache widersprichst. Es kommt nicht oft vor, aber ja. Und nicht nur ich habe ursprünglich dagegen gestimmt, diese Forschung zu verfolgen. Wir haben selbst gesehen, wie fair die Technologie ist. Ganz meine Rede. Ich hoffe nur, dass Masako und die anderen das auch so sehen. Wenn wir dafür stimmen, Infinity LTD zu übernehmen, würde das für mein Team einigen Mehraufwand bedeuten. Ich will nicht, dass dieser neue Neuroamp uns noch mehr Probleme beschert als ohnehin schon. Dann stimme gegen Infinity. Ich bin auf deiner Seite. Das Risiko ist zu groß. Die Übernahme ist die Mühe wert. Ich weiß, dass dein Team der Sache gewachsen ist. Denkst du, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, Infinity LTD zu übernehmen? Das ist nicht der beste Zeitpunkt. Aber davon abgesehen bin ich weder für noch gegen die Übernahme. Das wäre nicht die erste Übernahme in unserer Geschichte und auch nicht die letzte. Wenn Masako Infinity integrieren will, werde ich mich nicht gegen sie stellen. Die Übernahme ist die Mühe wert. Ich weiß, dass ein Team der Sache gewachsen ist. Uns erwarten mehrere Monate Arbeit.
Infinity Ltd. ist nicht gerade für gute Sicherheitsmaßnahmen bekannt. Ich hoffe nur, dass Masako und die anderen genug Geduld für den Prozess haben. Jetzt entschuldige mich. Ich habe Vorbereitungen zu treffen. Wir werden Ularos Kündigung bei diesem Meeting bekannt geben. Die Security muss also bereitstehen, um sie aus dem Gebäude zu eskortieren. So, warte mal. Warte mal. Chefetage. Beeinflusse Vorstandsmitglieder 4 von 7. Für internen NeuroM 2 sind für Ja, 2 für Nein. Für Infinity Ltd. sind 4 für Ja und 0 für Nein. Okay. Okay, das sind zwei verschiedene Sachen, die ich die überzeugen darf. Infinity übernehmen bin ich für, NeuroM verkaufen gegen. Ich hoffe, dir gefällt dein neuer NeuroM. Und wie geht es dir heute? Ich hoffe, du hast keine Erinnerungslücken oder Flashbacks oder dergleichen. Mir geht es toll. Keinerlei Nebenwirkungen, soweit ich sehen kann. Ich bin nicht hier, um über meine Gesundheit zu reden. Nee, ich wache öfter an seltsamen Orten auf. Wie ich in meinen Studientagen. Aber das war nur ein Scherz, oder? Sonst müsste ich das nämlich dokumentieren und dringend einige Tests durchführen. Also, sag mir, was du vom NeuroAmp hältst. Der interne NeuroAmp verändert alles, Wiener. Du wirst noch berühmt werden. Wiener, diese Technologie ist gefährlich. Niemand sollte hier solche Macht besitzen. Das ist einfach noch so ein nutzloses Ding, das mir im Kopf herum. Er macht, was er soll. Es ist gefährlich. Ich hoffe doch, du meinst nicht ernsthaft, dass diese Technologie, an der ich seit Jahren arbeite, nie das Licht der Welt erblicken soll. Diese Technik ist bahnbrechend. Mein Lebenswerk. Aber es ist gefährlich. Du bist Wissenschaftlerin, also hör mir bitte zu und betrachte das von allen Seiten. Wenn dir der Ruhm mehr bedeutet als die Moral, ist das dein Problem. Werde in dem Meeting verlangen, dass die gesamte Forschung eingestellt wird. Siehst du denn wirklich nicht die Nachteile dieses Geräts? Natürlich, aber Dominion kann auch für großartige Dinge eingesetzt werden. Die Menschheit erschafft schon immer Gefahren und wir haben sie immer geregelt. Bei dem internen NeuroAmp wird es nicht anders sein. Dafür können wir sorgen. Du bist Wissenschaftlerin, also hör mir bitte zu und betrachte das mal von allen Seiten. Na schön, erklär es mir. Wenn der interne NeuroAmp nach hinten losgeht, ist dein Ruf ruiniert. Wiener, ich weiß, wie gefährlich der NeuroAmp ist. Ich bin die einzige Person, die ihn besitzt. Forschungsmethoden? Du hast bei deiner Forschung an alles gedacht. Du weißt, dass die Daten dagegen sprechen. Ich mache das mit der einzigen Person, die einen besitzt. Vielleicht brauche ich doch mehr Daten. Wenn der interne NeuroAmp nach hinten losgeht, ist eine brillante Wissenschaftlerin wie du denkt wirklich, dass der interne NeuroAmp ungefährlich ist? Wenn der öffentliche Aufschrei laut genug ist, kannst du vielleicht nie wieder arbeiten. Forschungsmethode, du hast bei deiner Forschung an alles gedacht. Du weißt, dass die Daten da gehen. Mach mal das mit, wenn der interne NeuroAmp nach hinten losgeht, ist dein Ruf ruiniert. Meinst du, das würde auf mich zurückfallen? Ja, auf jeden Fall. So ein Gerät könnte den nächsten Koloniekrieg ansetzen. Die Risiken lassen sich nicht leugnen. Forschungsmethoden, die Leute werden deine Arbeit rückentwickeln. Dann gibt es noch viel mehr Tote wie in der Klinik. So ein Gerät könnte den nächsten Koloniekrieg ansetzen. Die Risiken lassen sich nicht leugnen. Ich mach das hier mal. Und würde ich mich als Erfinderin verantwortlich fühlen? Nach dem Gespräch fühle ich mich geradezu wie ein Monster. Aber du hast recht. In einer perfekten Welt könnte diese Technik viel Gutes bewirken. Aber die Welt ist nicht perfekt. Du bist kein Monster. Du hast dich nur in der Begeisterung verloren, etwas Neues zu entdecken. Betrachte nächstes Mal das große Ganze. Die Konsequenzen des internen NeuroAmps sind eklatant. Vor allem auf der Unternehmen. Nee, sie ist kein Monster. Ich fühle das auch tatsächlich, wenn man sich für etwas begeistert, dann vergisst man alles andere mal. Das ist es wirklich. Seit Jahren dachte ich nur, ist das möglich? Und wenn ja, wie schaffe ich das? Ich habe nie überlegt, ob das richtig ist oder was es bedeutet. Es muss wohl eine Abstimmung entscheiden. Es steht nicht auf der Tagesordnung, also nehme ich an, du wirst es ansprechen? Wir können nur hoffen, dass die anderen es einsehen. Die nächste Frage ist dann wohl, was wird aus Infinity Ltd? Forschungsmethoden? In ihrer Forschung findet sich bestimmt etwas Inspirierendes oder Neues. Wenn wir sie übernehmen, entdecken wir bestimmt lustige Versuche, unsere Arbeit nachzubauen. Das auf jeden Fall. Ich nehme gegen die Übernahme von Infinity Ltd. Ihre Forschung taugt nur als Negativbeispiel. Hast du eine klare Meinung zur Übernahme von Infinity? Erstmal das. Ich würde die Firma gern übernehmen, aber wenn nicht, könnte ich damit leben.
Faye mag beim Versuch, meine Arbeit nachzubauen, zu weit gegangen sein. Aber als Ingenieurin ist sie brillant. Ich bin neugierig, woran sie noch gearbeitet hat. Ich würde gerne ihre Forschung sehen. In ihrer Forschung findet sie bestimmt etwas Inspirierendes. Oder wenn wir sie übernehmen, entdecken wir bestimmt lustige Personen. Naja, ich mach das. Das erhoffe ich mir. Sie sind zwar der Außenseiter, aber dort gibt es definitiv das eine oder andere schlaue Köpfchen. Tja, das war definitiv das interessanteste Gespräch, das ich heute hatte. Jetzt können wir nur noch auf das Meeting warten, was? Wir sehen uns dort. Okay. 5 haben wir. Übernahme haben wir die meisten auf ja. Also, Genevieve. Will Masako sicher gehen, dass ich noch auf ihrer Seite bin? Vielleicht, das hängt davon ab, auf welcher Seite du bist. Mir war nicht klar, dass es hier Seiten gibt. Ich bin aus eigenem Antrieb hier. Warum denkst du, dass Masako mich geschickt hat? Mir war nicht klar, dass es hier Seiten gibt. In diesem Geschäft gibt es immer Seiten. Und im Moment bin ich auf der von Masako. Wir müssen zuschlagen, bevor die Öffentlichkeit wieder abgelenkt wird. Kostenlose PR ist immer gut. Besonders, wenn sie uns gut dastehen lässt. Okay, wir würden das ganze unschuldige Personal retten, würde uns in gutem Licht dastehen lassen. Was spricht für die Übernahme von LTD? Es muss bei der Übernahme von LTD eine Schattenseite geben. Wo liegt das Problem? Was spricht für die Übernahme von LTD? Infinity ist ein gebeuteltes Unternehmen, dessen tausende Angestellte gerade um ihre Zukunft bangen. Wir sind der rettende Engel, die warme Umarmung der Sicherheit. Wir würden das ganze unschuldige Personal retten, würde uns in gutem Licht dastehen lassen. Ich kann aus der Sache mindestens ein Jahr gute Presse herausschlagen. Wenn du Ryujin weiterhin gut dastehen lassen willst, solltest du eine wichtige Sache beachten. Ich möchte eigentlich über mehr als nur Infinity LTD reden. Was die Zukunft angeht, gibt es wichtigere Dinge als Infinity LTD zu bedenken. Denkst du wirklich nur an die Verbraucher? Bei uns dreht sich alles um Verbraucher. Natürlich kümmere ich mich vor allem um ihre Wünsche und Bedürfnisse. Täte ich das nicht, wäre ich jetzt nicht in dieser Position. Wenn du Ryujin weiterhin gut dastehen lassen willst, sollst du eine Sache bedenken. Nach allem, was du getan hast, hast du dir wohl eine Meinung verdient. Egal, wie unqualifiziert du vielleicht bist. Also, lass hören. Den internen Neuroamp, die Forschung sollte verboten werden. Wir sollten jede Chance nutzen, aus dem internen Neuroamp Kapital zu schlagen. Der interne Neuroamp wird alles ändern, aber er braucht feste Rahmenbedingungen. Hast du schon einmal bedacht, wie übermächtig der interne Neuroamp ist? Natürlich. Deshalb weiß ich auch, dass wir sehr vorsichtig damit umgehen müssen. Aber anders als Alexis glaube ich, dass wir die nötigen Auflagen und Regelungen für ein marktfähiges Produkt einrichten können. Schließlich tun wir das jeden Tag für unsere Personen- und Schiffswaffen. Wir sollten jede Chance nutzen. Nee. Der interne Neuroamp wird alles ändern, aber er braucht feste Rahmenbedingungen. Ich würde mal das hier machen. Das kannst du laut sagen. Alexis und ich werden uns gegenseitig reichlich Arbeit machen. Wir werden die Sicherheitsaspekte mit Dalton besprechen müssen. Und ich bin sicher, dass wir von Vina eine Art Sicherheitsnetz brauchen werden. Es wird zweifelsohne eine Herausforderung. Wie es scheint, hast du tatsächlich mehr Talente als nur als Agent. Gutes Gespräch. Vielleicht ziehe ich dich in Zukunft wieder zu Rate. Neuroamp jetzt Gleichstand, verdammt. Einen müssen wir jetzt gegen den Neuroamp überzeugen. Und zwar du siehst heute interessant aus. Danke. Genau dich wollte ich sehen. Ich möchte mir für dieses Meeting alle Einzelheiten gewiss sein. Und ich halte dich für eine der besten Quellen in dieser Sache. Wenn du Fragen hast, beantworte ich sie dir gerne. Gut. Ich ziehe Informationen aus erster Hand vor. Im Rahmen deiner Aufträge hattest du die Chance, Mitgliedern von Infinity LTD zu begegnen. Verdienen sie eine zweite Chance? Und warum? Auf jeden Fall. Wir können dadurch die Jobs von tausenden Menschen retten. Die Belegschaft von Infinity ist größtenteils inkompetent. Das wäre eine zu große Hypothek. Der Großteil der Arbeiter ist unschuldig. Sie wussten nicht, was tatsächlich los war. Wieso glaubst du, ich hätte genug Kontakt mit ihnen gehabt, um eine brauchbare Antwort zu geben? Eine Arbeitsumgebung selbst oder das Verhalten einer Person an ihrem Arbeitsplatz kann viele Einblicke bieten. Vielleicht war es ein Fehler anzunehmen, dass du als Agent einen gewissen Scharfsinn hast. Der Großteil der Arbeiter ist unschuldig. Sie wussten nicht tatsächlich, was los war. Oh, mir ging es hier nicht um Drexlers Taten.
Die Frage ist, ob ein überlegenes Unternehmen wie Ryujin so viele potenziell mangelhafte Angestellte aufnehmen sollte. So, warte mal. Ich fange von unten mal an. Klingt so, als hättest du dich schon entschieden. Warum fragst du mich überhaupt? Ich war dazu offen, mich vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Für jemanden in deiner Position ist es leicht, von richtig und falsch zu reden. Aber in meinen Augen ist Infinity Ltd. ein finanzielles Risiko, das nur mäßige Vorzüge bietet. Du hast hier die Chance, etwas Gutes zu tun. Warum ergreifst du sie nicht? Na schön, dann bring eben Tausende um ihren Job. Wieso dachte ich nur, sie würden dir was bedeuten? Manche wie würden Angestellte und Infinity's günstigeren Gehaltskonditionen übernehmen. Das ist wahr. Infinity hatte nie die Ressourcen, um mit unseren Gehältern mitzuhalten. Uns ihre wenigen fähigen Angestellten zum halben üblichen Gehalt zu sichern, könnte sich auf lange Sicht durchaus auszahlen. Nächste Frage. Was hältst du davon, wie Masako mit dem Verrat umgegangen ist? Das wurde gut gemanagt. Das zeigt, wie hervorragend Masako die verschiedensten Situationen bewältigt. Das war schlampig. Es hätte gar nicht erst einen Maulwurf geben dürfen. Wir haben den Maulwurf geschnappt, also würde ich von einem Erfolg sprechen. Was meinst du, hat zu diesem Erfolg geführt? Masako und Dalton hatten schon einen Plan, um den Maulwurf zu enttarnen, und der ging auf. Masako blieb cool und hielt sich an den Plan. Die Info verfrüht rauszugeben, hätte Panik verursacht. Weil sie nicht sofort in Panik gerieten, als das Problem bekannt wurde. Über die Einzelheiten darf ich leider nicht sprechen. Weil sie nicht sofort in Panik gerieten, würde ich sagen. Die waren schon gechillt, oder? In der Panik einen kühlen Kopf zu bewahren, sagt viel über die Fähigkeiten einer Person aus. Danke für deine Einsichten. Da du mir so bereitwillig geholfen hast, sollte ich wohl fragen, ob ich etwas für dich tun kann. Der interne Neuro-App. Diese Technologie ist gefährlich und sollte verboten werden. Mir fällt nichts ein, man sieht sich im Meeting. Wie schätzt du den internen Neuro-App ein? Das ist der nächste große Schritt für Ryujin. Er wird uns jahrelang finanzielle Sicherheit bieten. Er ist ohne Zweifel unsere Zukunft. Die ist aber auch sehr gefährlich. Die Technik ist nur für die gefährlich, die sie sich nicht leisten können. Das treibt die Verkaufszahlen an. Und wenn ein Konkurrent herausfindet, wie man ihn überbrückt, herrscht das reinste Chaos. Na schön, sobald die Klagen kommen, geht ihr in einer Flut aus Entschädigungsforderungen unter. Kannst du denn garantieren, dass alle Angestellten sich einen leisten können? Stell mal die Frage. Die Garantie hängt davon ab, ob wir bereit sind, die Kosten dafür zu tragen, alle Angestellten zumindest mit einem Schildmodul auszustatten. Für mich als CFO ein wichtiger Punkt. So, ich manipuliere ihn nochmal. Und bekanntlich hasse ich Chaos. Meine Stärke sind Finanzen, das ist also ein gutes Argument. Die Konkurrenz hat die Technik noch nicht gemeistert, aber das kann auch kommen. Dieses Risiko will ich nicht eingehen. Fürs Erste. Nun, das war alles sehr erhellend. Vielen Dank für deine Zeit. Okay, nimm am Meeting teil. Okay, wir haben alle überzeugt gegen den drei gegen den Neuro-Amp. Von den 7. Ne, 4 gegen den Neuro. Warte mal, wie steht das jetzt? Verdammt. Aber alle für die Übernahme. So viel zu tun. So, hier ist noch ein Stuhl frei. Ja, geht's los? Lasst uns anfangen. Wie ihr wisst, haben wir im SNN erfolgreich die fehlgeschlagenen klinischen Studien und Mordaufträge von Infinity Ltd. enthüllt. Die Öffentlichkeit will, dass die Leitung, insbesondere Lucas Drexler, vor Gericht kommt. Und er arbeitet sicher schon an seiner Kündigung. Ryujin wird bald eine Stellungnahme abgeben, aber jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, Infinity zu übernehmen. Mit unserer Absicht, Infinity Ltd. zu übernehmen, würden wir die Mitarbeiter beruhigen. Durch die Ankündigung würde Ryujin das öffentliche Vertrauen gewinnen. Wir sollten jetzt handeln, bevor die Konkurrenz uns zuvorkommt. Masako hat dich noch nie in die Irre geführt. Ich würde ihre Einschätzung vertrauen.
nichts sagen. Komm, ich gebe so, durch die Ankündigung würde Ryojin das öffentliche Vertrauen gewinnen. Da stimme ich tatsächlich zu. Die Übernahme birgt Risiken und wird uns allen viel Arbeit bescheren, aber insgesamt wird sie sich für uns auszahlen. Außerdem ist Infinity Ltd. aufgrund der aktuellen Situation günstiger denn je. Einwände? Nein? Großartig. Dann weiter. Wir ignorieren hier alles, was uns überhaupt erst in diese Lage gebracht hat. Ja, unsere Sicherheit hatte Lücken. Aber Dalton wurde von Masako eingestellt. Das Problem sitzt also ganz oben. Tatsächlich schlage ich hiermit Masakos Absetzung als CEO vor. Du solltest diese Linie nicht überschreiten. Und da du die Verräterin bist, solltest wohl eher du deiner Stellung enthoben werden. Moment. Soll das heißen, du hast gelogen? Dalton, du selbst hast verkündet, Imogen sei die Verräterin gewesen und die Sache erledigt. Wir haben bei Imogen gelogen, damit Ularo sich selbst belastend. Imogen war einfach nur ein Opfer. Ularo hat ihr das angehängt. Imogen ist unschuldig, sie hat einen wichtigen Beitrag zu Ularos Bloßstellung geleistet. Wir mussten also lügen, um einen Job zu erledigen. Diese Methoden sind euch allen sicher vertraut. So, Ich mag es nicht, angeschwiegen zu werden. Hast du irgendwelche Beweise für diese unerhörte Anschuldigung? Aber natürlich. Den Code, den du auf dieser Slate versteckt hattest und der belastende Beweise gegen Masako auf Lucas Drexlers Computer laden sollte. Ich mache es kurz, Ularo. Du bist gefeuert. Bis zu deinem Entlassungsgespräch wirst du unter Bewachung in deinem Büro bleiben. Das ist nicht fair. Gib mir wenigstens die Chance, zurückzutreten. Damit du direkt bei der Konkurrenz anheuern kannst? Wohl kaum. Ich höre zum ersten Mal davon und werde mir die Beweise genau ansehen müssen. Aber aus dieser Sache kommst du nicht so einfach raus. Du bist hier erledigt, Ularo. Viel Spaß in der Arbeitslosigkeit. Du wirst für eine lange Zeit verschwinden. Tut mir leid, Ularo. Viel Spaß in der Arbeitslosigkeit. Wachen. Bringt Miss Chen in ihr Büro und seht zu, dass sie dort bleibt. Ihr werdet das bereuen. Ihr alle. Wir werden wohl lediglich bereuen, dir je vertraut zu haben. Nun dann, zurück zur Sache. Wer stimmt für die Übernahme von Infinity Ltd? Ich. Gut. Alexis, setze die nötigen Dokumente dafür auf. Möchte jemand noch etwas zur Diskussion stellen? Meiner Meinung nach sollte die Arbeit am internen Neuroamp eingestellt werden. Der interne Neuroamp ist zu gefährlich, um ihn auf den Markt zu bringen. Ich neige dazu, die Produktion des internen Neuroamps zu verschieben. Erstmal verschieben vielleicht. Der interne Neuroamp wird den Erfolg von Ryujin Industries für mindestens die nächsten 10 Jahre garantieren. Warum sollten wir ihn jetzt aufgeben, da er funktioniert? Er beraubt einen Menschen seines freien Willens und das ist falsch. Wenn die Öffentlichkeit davon erfährt, ist das Vertrauen dahin, besonders gegenüber Ryujin. Der interne Neuroamp ist im Prinzip ein Gedankenkontrollgerät. Er sollte verboten werden. Es gibt zu viele moralische... Pass doch auf! Es gibt zu viele moralische Konsequenzen, die vor einer Markteinführung geklärt werden müssen. Unglaublich, dass ich das sage, aber er hat recht. Von den Vorteilen ganz abgesehen, sind die Nachteile moralisch und ethisch nicht zu verantworten. Ich stimme zu, dass wir die Produktion nicht starten sollten, bis wir gewisse Sicherheiten garantieren können. Na schön. Wer ist für die Einstellung des Dominion-Projekts? Ich. Wer ist dagegen? Ich. Vina, bereite Dominion zur Einlagerung vor. Hat noch jemand etwas vorzutragen? Nein? Dann sind wir für heute durch. So viel zu tun. Okay, So. Den internen Neuroamp einstellen, das hätte ich nicht erwartet. Vielleicht verstehst du jetzt, was so gefährlich am internen Neuroamp ist.
Der Vorstand stimmt zu, dass wir zum Besten sein. Ich habe es versucht, es lief anders als gedacht. Ich habe noch nie gern Befehle befolgt. Vielleicht verstehst du jetzt, was so gefährlich am internen Neuroamp ist. Wohl wahr. Aber das zeigt auch, wie nützlich er ist. Was zählt ist, dass Lucas Drexler eine Lektion gelernt hat und eine Verräterin enttarnt wurde. Du hast dich hier bei Ryujin als äußerst hilfreich erwiesen. Wenn das deine Art ist, dich zu bedanken, dann gern geschehen. Ich habe nur meinen Job gemacht. Danke, das von Ryujin CEO zu hören. Ist ein ziemlich großes Kompliment. Ich hoffe, das bedeutet auch eine Gehaltserhöhung für mich. Ah, ich habe nur meinen Job gemacht. Natürlich. Aber deine Missionen haben mehr Verschwiegenheit erfordert als die meisten. Ich schätze deine Hilfe bei der Enttarnung von Ularu sehr. Unsere Agents mussten noch nie so umfassend gegen unsere eigenen Leute ermitteln. Das kann für dich nicht leicht gewesen sein, zumal du noch nicht lange bei uns warst. Das war für mich nichts Besonderes. Ich tue, was auch immer nötig ist, um Ryujin an der Spitze zu halten. Überhaupt kein Problem, für solche Jobs lebe ich. Wie oft passiert es bei Ryujin, dass jemand gegen das Unternehmen arbeitet? Selten. Und erst recht nicht in diesem Ausmaß. Ab und an versucht jemand, Informationen zu verkaufen. Aber dank unserer Sicherheits- und Operationsabteilungen kommen solche Pläne nie weit genug, um Schaden zu verursachen. Das war das erste Mal, dass ein Mitglied dieser Abteilungen beteiligt war. Überhaupt kein Problem. Für solche Jobs lebe ich. Ich hoffe, dass du diesen Enthusiasmus auch in Zukunft beibehältst. Imogen hat sich in dir nicht getäuscht. Wie versprochen habe ich hier deinen Bonus. Ich hoffe, die Summe ist deinen Mühen angemessen. Außerdem hast du dir eine Beförderung mehr als verdient. Glückwunsch! Das ist noch untertrieben, danke. Ich weiß nicht, ob das wirklich der richtige Job für mich ist. Erzähl mir mehr über meine neue Position. Was die Details angeht, wäre es sicher angebracht, dass jemand aus Operations dir alles erklärt. Operations? Ich hätte gern eher Ularus Position, hallo? Kann ich dasselbe wie Ularu machen mit ihr? Kann ich sie auch beim nächsten Meeting hier Dingens? Sprich mit Imogen. Mach ich das? So, beziehungsweise warte mal. Hier, das ist ja abgeschlossen. Wir haben schon richtig viele Quests abgeschlossen hier. So, okay, Aktivitäten. Sprich mit Sarah morgens. Mit Andrea? Nee. Mit Imogen. Ich will mit Imogen reden. Sprich mit Sarah morgen. Ich glaube, die sind nicht so erfreut. Wegen Ryujin jetzt. Aber ich will mit Imogen reden. So, Operations. Gehen wir auch zuerst mal dahin. Ah, Imogen ist wieder hier. Diese Info könnte eine ganze Operation zunichte machen. Imogen! Du hast hier einiges durcheinander gewirbelt. Unglaublich, dass Ularu mir das anhängen wollte. Das hätte ich besser wissen sollen. Aber das ist Schnee von gestern. Es wird Zeit, dass für dich der Alltag wieder einkehrt. Wenn es Ryujin weiter... Schön, dich wieder im Büro zu sehen, Ryujin. Ich bin bereit, mich wieder an die Arbeit zu machen. Nach allem, was passiert ist, klingt Alltag doch verdammt langweilig. Im Ernst? Ich soll mich gleich wieder an die Arbeit... Na, schön, dich wieder im Büro zu sehen. Auf mich wartet leider zur Feier meiner Rückkehr nichts als ein Haufen Papierkram. Als Neuzugang wurdest du persönlich betreut. Aber die meisten Aufträge hier werden über die Auftragsbörse vergeben. Dort findest du alle Aufträge, die von den Technikern eingereicht und von mir genehmigt wurden. Fragen? Nein, alles gut. Das macht deinen Job doch deutlich einfacher. Ich habe mit dir also gar nichts mehr zu tun? Was ist deine Auftragsbörse? Was sind das für Aufträge? Dich sollte dann nichts Neues erwarten. Den Großteil unserer Arbeit hier hast du während deines Trainings schon erlebt, wenn du dich erinnerst. Dateien hochladen, Indizien manipulieren, Blaupausen beziehen, du weißt schon, solche Sachen eben. Ich habe mit dir also gar nichts mehr zu tun? Nein, aber sieh das als Verbesserung.
Ich tue es jedenfalls. Die Auftragsbörse ist für uns beide effizienter. Nein, alles gut dann. Gut. Die Auftragsbörse erklärt sich eigentlich von selbst. Mit deiner Beförderung hast du dir ein Büro verdient. Wenn du soweit bist, findest du dort eine persönliche Auftragsbörse. Und das Beste von allem, du kannst deine Arbeitszeiten selbst festlegen. Und bevor ich es vergesse, Glückwunsch. Danke, Mojin, wir sehen uns. Trotzdem werde ich eines Tages den Laden hier schmeißen. Ich habe meine Arbeitszeiten schon immer selbst festgelegt. Kann ich auch außerhalb des Ryujin Towers auf die Auftragsbörse? Das ist eine gute Frage. Nein, nur innerhalb des Towers. Ah, okay. Auf solche Daten in der Öffentlichkeit zuzugreifen, wäre ein zu hohes Sicherheitsrisiko. Okay, trotzdem werde ich eines Tages den Laden hier schmeißen. Da hast du vielleicht sogar recht. Sieh dir die Börse an. Wenn du irgendwelche Fragen hast, steht meine Tür jederzeit offen. Aber nur für dich, versteht sich. Ich bin übrigens verheiratet, Imogen. Flirten lieber nicht. So, mit wem muss ich da reden? Ist das mein Büro? Das ist mein Büro. Das ist ja langweilig. Was haben wir hier? Des Killers kalibriert Econox. Und Grendel, des Killers. Und Schotti. Dann haben wir hier noch ein bisschen Muni. Noch ein Digi-Dietrich. Schweres Heilchenzünder. Und ich habe da ein Set. Was? Hallo, ich. So. Nehme ich mit. Und was ist das? Nova Light, Teilchenpistole. Was haben wir da? Reconstant. Das ist mein Büro. Bisschen langweilig, sagen wir mal so. Platzierte Beweismittel, Laredo Firearms, Hacker Trade Tower, Xenofresh Fisheries, Sabotierer Haupttech. Valo Voli Cheyenne. Ich hätte trotzdem gern hier die Outfits von denen. Zumindest die von Masako. So, okay, auf zur Lobby. Dann haben wir Ryujin jetzt auch durch. Ich nehme jetzt erstmal noch keine Quest von denen an, also diese Auftragsbörsen-Quest. Hat er jetzt neue Outfits? Willst du etwas kaufen? Ja. Ich habe die neuesten Neuro-Ems von Ryujin. So, Kleidung. Hat der immer noch nicht das gute Zeug? Die gute Kleidung. Oh Mann. Mach's gut. Aber das Outfit gefällt mir auf jeden Fall. So. Dann müssen wir jetzt noch mit unserer Crew reden. Mit Sam, Sarah, Andrea. So, mit wem müssen wir noch reden? Ich glaube nur mit denen. Was? Barrett sind wir jetzt. Immer noch losgeworden. Der ist ja hier einer von der Allheit hier. Müssen wir auch mal weitermachen. So, einsteigen. Ja, Ladebildschirm erstmal. So, gucken wir erstmal, wo die anderen sind. Also hier nicht. Unten vielleicht?
auch nicht, okay. Dann sind die wahrscheinlich alle am Cockpit. So, Andrea, fangen wir mit dir an. Du kannst nun wohl den Punkt, die Karriereleiter erklommen, auf die Liste deiner Erfolge setzen. Vielleicht ist es gut, dass das Forschungsprogramm endet. Wohin diese Neuro-Amp-Technologie führen kann, es gibt zu viele negative Szenarien. Viel zu viele. Es würde unter Garantie in einer Katastrophe enden. Niemand sollte so viel Kontrolle über andere haben. Ich denke, es wäre schon okay, aber wir können dieses Risiko nicht eingehen. Was wäre das schlimmste Szenario, das du dir ausmalen kannst? Mein erster Gedanke, wenn einfach jeder einen internen Neuroamp hätte und alle sich gegenseitig zu kontrollieren versuchen. Aber noch schlimmer wäre es wohl, wenn es einem Einzelnen gelingt, alle anderen zu kontrollieren. Nee, es würde unter Garantie eine Katastrophe in einer Katastrophe. Es gibt jetzt schon zu viele Konflikte unter Konzernen, die um diese Technologie streiten. Erst Infinity, dann Ryujin. Wer weiß, was als nächstes kommt. Ryujin könnte versuchen, die Welt zu erobern. Oder schlimmer noch, alle Welten. Wir werden nie wissen, was hätte sein können. Die Technologie werde früher oder später in die falschen Hände geraten. Du gehst also davon aus, dass sie das noch nicht ist? Du kennst die Menschen hinter Ryujin besser als ich, aber ich halte sie nicht für vertrauenswürdig. Das Projekt wird auf Eis gelegt, so nennt man das wohl. Wie gesagt, zu viele andere negative Szenarien. Es ist besser so. Nachdem die Frage des Neuroamps geklärt ist, sollten wir uns anderen Dingen widmen. Gespräch zu Ende. Okay, dann, wo haben wir Sarah? Lass mich raten. Du hast mich einfach zu sehr vermisst. Es war sicher nicht leicht, diese kniffligen Entscheidungen zu Ryujin zu treffen. Ich bin erstaunt, dass du das überhaupt konntest. Solche Konzerne sind der Grund, warum ich nicht in die Wirtschaft gegangen bin. Ich hasse dieses Leben. Nicht alle Konzerne sind so unmoralisch, wie du sie darstellst. Verständlich, es ist nicht jeder für die Geschäftswelt gemacht. Da bin ich ganz bei dir, es ist widerwärtig. Welches Leben meinst du? Die fragwürdige Moral, die Täuschung, die Gier. Megakonzerne haben in meinen Augen jedem menschlichen Anstand abgeschworen. Verständlich, es ist nicht jeder für die Geschäftswelt gemacht. Nein, das stimmt wohl. Deswegen bin ich froh, dass du Ryujin auf den richtigen Weg gelotst hast. Schließlich haben sie aufgrund deiner Empfehlung ihre Arbeit an dieser verstörenden Neuro-Amp-Technologie eingestellt. Mit der Neuro-Amp-Technologie hätte man Feinde auf nicht tödliche Weise aufhalten. Diese Technologie hätte über viele Jahre die Arbeitsplätze aller Ryujin-Mitarbeiter sichern können. Freut mich, dass du meine Entscheidung gut weißt. Warum macht dir die Neuro-Amp-Technologie so viel und solche Angst? Kann man sich erklären. Also freut mich, dass sie meine Entscheidung gut heißt. Warum sollte ich deine Entscheidung nicht gut heißen? Stell dir die Technologie in den falschen Händen vor. Stell dir vor, wozu man die Menschen zwingen könnte. Der Gedanke ist beängstigend. Ich habe zufälligerweise so einen in meinem Kopf. Ja, das stimmt. Die negativen Aspekte überwiegen die positiven bei weitem. So hatte ich das noch gar nicht gesehen. Ich kann mir nicht im Ansatz ausmalen, welche Folgen die Technik hätte. Was genau meinst du denn? Wozu könnte man die Menschen zwingen? Zum Beispiel dazu, sich selbst gewaltsam das Leben zu nehmen. Oder sich eine Waffe zu schnappen und auf Unschuldige zu schießen. Mit dieser Waffe kann man die Gedanken und Taten von Fremden kontrollieren. Eine schreckliche Vorstellung. Nee, das funktioniert tatsächlich nicht bei jedem. Ich hatte in der letzten Folge versucht gehabt, einen Angestellten von Infinity hier etwas zu stehlen. Und der hat sich geweigert. Ja, das stimmt. Die negativen Aspekte überwiegen. Wohl wahr. Aber nun habe ich deine Zeit genug beansprucht. Danke, dass ich mir das von der Seele reden durfte. Wo hast du das hingesteckt? Ich will es gar nicht wissen. Ich hätte Lust, einfach ohne Grafantrieb im All herumzutreiben. Cora, kannst du mir sagen, wo dein Papa ist?
Ich bin für dich da, Schatz. Ja, wenn du einmal zur Seite gehen würdest. Danke, Sarah. Stimmt etwas nicht? Ich suche Sam. Sam, bist du auf Klo? Da ist er. Schön, dich zu sehen. Nirgendwo in der Galaxie fühle ich mich so verdammt schmierig wie in Neon. Und du hast die übelsten Elemente erlebt. Ryujin, Infinity LTD, das ganze Gesocks. Geht es dir gut? Das war heftig. Ich glaube, mehr hätte ich nicht ertragen. Ich fand diese ganzen Business-Intrigen ehrlich gesagt ziemlich aufregend. Mach dir keine Sorgen um mich. Klar, du bist tougher als ich. So progressiv die Gesellschaft auch wird. Uns fallen immer wieder neue Gräueltaten ein, die wir uns selbst antun können. Max, Xeno-Kriegsführung und jetzt diese Neuro-Amps. Das ist bisher das Schlimmste. Gott sei Dank hast du das beendet. Aus diesen Neuro-Amps kann nichts Gutes entstehen. Der wissenschaftliche Fortschritt marschiert unaufhaltsam weiter. Ist die Neuro-Amp-Technologie wirklich so schlimm wie die anderen? Naja, da kann nichts Gutes draus entstehen. Kannst du laut sagen. Und bei so einem Laden wie Ryujin gibt es keinen guten Menschen, dem man die Verantwortung geben kann. Naja, besser Masako als Ularu Chen, denke ich. Aber eins ist klar. Während Gewalt oder pure Bösartigkeit der Weg des geringsten Widerstands, würden ihn Masako und Ularu gleichermaßen einschlagen. So schrecklich Masako auch ist, sie war das kleinere Übel. Du tust, als könnte ich jemand anderen wählen. Masako ist ein fähiger CEO. Sie hält Ryujin am Laufen. So schrecklich Masako auch ist, sie war das kleinere Übel. Du hast ja recht. Das weiß ich auch. Tja, die ganze verdammte Sache ist vorbei. Gott sei Dank. So, müssen wir noch mit jemandem reden? Haben wir dann noch was? Hol dein neues Schiff. Position der ECS Constant, sprich mit Percival, finde den Notruf und schreib das System. Sag May, dass du beim Red Mile Run antrittst. Sprich mit Hamza, sprich mit Heaven Anastas, besuche Wladimirs Haus, sprich mit Doc Manning. Wir haben noch einige Quests, bevor wir. Wir können aber auch das hier analysieren gehen. Oder hier präventiv machen. Eliminiere das Ziel auf Maheo 4. Sichere Himmel, schalte aggressive Schiffe um Kirby Maus. Beweislast, bringe die Beweise zu Lieutenant Toft. Kraft aus dem Jenseits, sprich mit Wladimir, um Tempel zu finden. Geheimnisse der Erde. Wir haben nur noch quasi so Kleinkrams offen. Welches würde ich wohl als nächstes machen? Kraft aus dem Jenseits. Verteidigungsmaßnahmen, sprich mit. Wie ich das hier höre bei Davis Wilsons Streit zu. Würde ich das als nächstes machen wollen, dann würde ich sagen. Und das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen, oder? Wir sind schon bei über einer Stunde. Also vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.